Hey, ja, Justersnuppe, willkommen zurück zu Creed, zur Fortsetzung des Spiels und damit zum nächsten Level. Beim letzten Mal haben wir uns weiterhin durch Hall gearbeitet, von einem Teleporter zum nächsten, kann man ruhig so sagen. Ja, haben dort diverse Energiewesen erschossen. Erledigt. Wir haben überlebt. Relativ gut überlebt auch. Und können ja weitermachen mit dem Level hier. Die Verliese von Hal bestehen aus einem endlosen Höhlenlabyrinth. Sie führen direkt zum Creed, einer Kreatur der verschollenen Rasse der Prazar. So sieht's aus, wir wollen natürlich zum Creed kommen. Mal gucken. Das ist was das in ein Feuerchen. Gut zur Orientierung. Nein. Nun her. Noch einer. Wo kommen die denn her? Oh, einer. Na, danke schön. So, gehen wir hier lang. Okay. Das hier? Ach so, der mich erwischt mal hinten. Fies. Ach, Gesundheit ist das. Okay. Hab ich denn da jetzt erwischt? Lass das. Treffe ich nicht, wie das aussieht. So, Gesundheit habe ich auch. Da ist das da. Na, na, nehmen. Na, gut Glück gehabt, ey. Habe ja keine Ahnung, wo ich hier bin, wo ich hin muss. Wie immer, hä? Ein Höhlenlabyrinth, ey. Das Spiel ist eh schon ein Labyrinth teilweise. Dann ist noch ein Höhlenlabyrinth noch dazu. Also mit der Absicht, dass man sich so verläuft. Ja, mal. Kommen wir ja auch noch nicht nach unten. Gefährlich ist das. Dieses Spiel ist gefährlich. Also was ist denn das immer? Ach, das ist wegen diesem Vieh, was da lebt wahrscheinlich. Ah, von unten. Na, was war der aber nicht? Oder? Ne, da kommt der. Die laufen da unten rum. Da sind sie. Kommt doch von da. Muss da unten ja einen Weg geben nach da in die Richtung. Ach, komm schon! Die scheiß lebendigen Wände. Schlimm. Okay, dann gibt's hier. Dann kam die von da. Keine Ahnung, nee. Das muss ja der Weg sein. Obwohl, die können auch von da gekommen sein. Was soll, was keinen Sinn macht. Ach, ja, gib mir Energie.
habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. So. Das sind Lüftungsschächte. Der irgendwie alles gleich aus, hä? Okay. Sieht ja irgendwie alles gleich aus hier. So. Was? Man schwebt hier rüber. Ach so. Man schwebt. Also man natürlich nie runter schweben, das ist natürlich cool, keine gute Idee. So, wo sind wir jetzt gelandet? Und bei den Wänden immer aufpassen, dass ich nicht da reinlaufe. Und wenn ich mich zurückziehe, wenn ich auch nicht da reinlaufe. Ah. Ja, geht ja nur in die Richtung, hä? Ach, ich weiß auch, wo wir sind. Ja, alles klar. Wir sind wieder hier. Wo wir jetzt da gesehen haben von da aus. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Das sind nämlich hier unten waren noch welche. Das ist unser Anfangspunkt, den habe ich, glaube ich, ist. Da komme ich gar nicht runter, da muss ich immer da lang laufen. Ha. Wo da lang? Mal gucken, wo es hier hingeht. Aha. Da unten geht's hier. Okay, da kommt mir so bekannt vor, als wären wir hier eben schon mal gewesen. Ah! Was war denn das? Für ein Mist. Auch wieder so eine riesige Höhle. Da führt es da lang. Es gibt so viele Wege hier. Geh mal da lang. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Was ist das denn? Die tauchen immer aus nichts auf, diese Viecher. Das ist ja grausam. Ja, kommen so viele auf einmal. War ich hier schon? Ja, gefühlt war ich schon überall. Okay, da gibt es auf jeden Fall Flammen. Energie für mich. Natürlich einfach. Ach, bin ich hier richtig? Ich weiß es auch nicht so genau. Hier ist ja nichts. Oh! Da schwebt man rüber hier. Man ist ja Superman. Naja, Superman nicht, ne? Der kann nicht so gut schweben, wie wir es können. Der fliegt ja nur. Was stürzt ab, wie man will. Da bin ich gar nicht so ein Superheld. So ein Superhelden-Fan, muss ich zugeben. Aber
Immer denke ich an Superhelden. Ich weiß nicht, bei sowas. Was hey, weil so Superhelden kann in Marvel, ne? Oder Cheater. Aber wir cheaten ja nicht. Na. Keine Chance dazu. Kommst du wieder her, ha? Du kleines Mistvieh. Ich hab keinen. Das ist wieder so einer. Wenn man erwischt. Wo war denn jetzt diese Flamme da? Muss ich da hin? Ich irre jetzt hier rum. Ohne wirklich einen Plan, wo ich hin muss. Wo kommst du jetzt wieder her? Ist auch einfach gespawnt, ich weiß ja nicht. Kann ich da nicht hin? Doch, kann ich. Ja, hier ist nämlich keiner. Ich glaube, die spawnen einfach. Kann das sein? Wäre unfair. Plötzlich spawnen die Gegner. Kommt zu mir so ein sofort, als wäre er so, aber. Elegant war das jetzt nicht, aber. Ich glaube, da komme ich wahrscheinlich her. Ich muss wahrscheinlich dann da in die Richtung. Nicht, dass mir das irgendein Gefühl gibt, als wäre ich jetzt woanders, aber. Über diese Tropfstein-Dinger. Was? Stalagmiten, Stalaktiten? Ich hab's immer, vergesse es auch immer, was jetzt von wo kommt. Von oben sind, glaube ich, Stalagmiten, aber vielleicht waren es auch von unten. Ist auch egal. Jedenfalls Dinger, die von oben runterkommen. Da war ich schon. Da war ich auch schon. Da muss ich woanders lang? Da muss ich in die Richtung? Da war ich nämlich noch nicht. Denke ich. Mal. Ich weiß es nicht. Die sehen auch alle gleich aus. Hab ihn getroffen. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Also mal ein Korridor. Ach, zu früh gefreut. Ich hab keinen Platz. Ich mach hier. Geh ich mal da hin. Auch wenn mir das irgendwie so vorkommt, als wäre das hier eine Sackgasse, aber. Was das hier eine Sackgasse ist? Das ist gut! Ja, wissen wir nämlich, dass es da nicht weitergeht. Jetzt haben wir die ideale Folge jetzt da weiter. Dann bin ich hier weiter. Ja, blöder, blöder. Ja, das ist eigentlich schlecht. Ah, wir haben es geschafft. Hab doch keine Ahnung, wo der Levelabschnitt war, aber wir haben es geschafft, hier hinzukommen. Ganz seltsames Level. Da konnte man sich nur verlaufen, aber ich weiß nicht, ob wir alle Räume jetzt erkundet haben. Ich hoffe mal, dass wir nichts verpasst haben in Sachen Story, aber wer weiß das schon. Das Ende deiner Mission ist nah. Das Geheimnis des Creed ist beinahe gelöst. Jetzt wirst du sehen, was die Sterne des Universums so erschreckt hat. Wahrscheinlich wirst du dort auch jene treffen, die dich zum Creed geschickt haben. Da bin ich mal gespannt, ob wir das erfahren werden. Das Mission, Ende deiner Mission ist nah, das heißt, viel kommt wohl nicht mehr. Aber wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wir haben ja lange genug rumgeirrt, auch wenn es jetzt länger kürzer war, als ich das anfühlte, aber. Naja, ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, falls ihr neue Videos informiert werden wollt. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.